Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder beim Schneider CPC Adventskalender Türchen 17. Und das ist tatsächlich Test Drive 2 auf dem Schneider CPC. So, Control, richtig. Ja. Easy ist eine gute Idee. Change Controls, nein. Kann so bleiben. Ab dafür. Oh! Okay. Achso, der hat Automatik automatisch drin. Okay, alles klar. Also sprich, hier kann man gar nichts wählen. Okay. Ja, herzlich willkommen zu Test Drive. Der Desert Bus, ja! Du bringst mich gerade auf die Idee, ja. Sieht auch so ungefähr so aus. Weiß ich gar nicht. Hab ich schon euch mal den Desert Bus angetan? Falls die Leute, weil du gerade sagst, Test Drive für C64. Falls man Test Drive 2 nicht kennt. Test Drive hatte auf dem C64, ich weiß nicht, ob es bei anderen Systemen auch so war. Das ist jetzt wieder die Frage für die Fachleute. Auch später Datadisk. Da gab es dann die Muscle Cars. Ich glaube, da gab es noch irgendwie einen Zusatz für irgendwelche Sportcars. Achso, stimmt, man muss ja irgendwie parken, ne? Stimmt, sonst kann man ja nicht tanken. So war das. Gut, dass ich jetzt einfach durchgefahren bin. Und dann gab es auch später noch verschiedene Strecken. Ich glaube, Europa gab es, Kalifornien gab es. Das war ganz putzig. Ich fand Test Drive 2 richtig gut. Ich habe da viel Spaß gehabt. Aber wir hatten ja auch nicht viel. Außer 500 Diskettenboxen. Mit Disketten drin übrigens. Da ist der Hyrule Lord. Kaum fährst du einen Porsche zu Schrott, kommt der Hyrule Lord. Wenn das kein Zeichen ist. Das war ein Tunnel übrigens. Falls ihr gerade ein Funkloch hattet. Das war ein Tunnel. Wobei, auch das sage ich ja ganz ehrlich, der ganzen Welt ein Funkloch zu erklären, ist auch schwierig. Das ist, glaube ich, nur noch made in Germany. Boah. Ja, das wird eine Katastrophe. Na, mal gucken. Aber es spielt sich okay. Also es ist jetzt, es haut mich nicht... Ist jetzt nicht sensationell gut. Aber es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Boah. Ist das ein geiler Sound. So, parken. Wieder voll verpasst, natürlich. Hä? Achso, ist doch noch. Hä? Muss doch noch fahren. Ich verstehe das Spiel nicht. So, da ist die Tankstelle. So. So, wunderbar. Wieso kennst du eine 32-Bit-Version von Last Ninja? Also ich kenne keine 32-Bit-Version. Oder meinst du nach 32-Bit-Burger? Ja, dann kann ich Last Ninja auch nicht mehr spielen.
Also dann muss ich zugeben, dann wird es auch schwierig. Das ist ja das, was die Amis immer sagen, dass beim Last Ninja so eine unglaublich schwammige Steuerung ist. Ist es nicht. Die können das einfach nicht. Die sollen mal schön bei ihrem NES bleiben und dann ist gut. Ich mache die ganze Zeit die Karren kaputt, ne? Ja, was soll ich sagen? Ist halt... Ja, die Version geht hier. Ist aber jetzt auch nicht das Allergeilste, ne? Tatsächlich noch an? Nein! 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 Mist! Das ist der Venom. Und jetzt Erster! 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 So. Aber schön, dass man nichts anderes wählen kann. Das ist auch großartig. Ja, der Hiratum-Lord weiß immer alles. Das ist nichts Neues. Da hat er aber auch selber sich eine Verantwortung gebaut, ne? Also. Uah. Ich fahr echt wie Martin Semmelrogge. Oder Harald Junke. Oder, Achtung, Ron Bilecki. Der jetzt hoffentlich wieder so trocken ist wie die Wüste hier. Huh? Oh, Karlauer. Und unglaublich geile Referenzen. Bäh. Ja gut, beim Großschnellweg hast du ja nur Spazierfahrt, wenn da nicht Baustellen oder sonstiges sind. Ich werde übrigens, wo gerade der Highlight kommt und endlich wieder die Minus 2 rausgekloppt hat, ich werde mir den Spaß machen. Ich werde nächstes Jahr versuchen, unglaubliche Rekorde mit dieser Minus 2 zu schaffen. Und dann werde ich dann versuchen, jedes Jahr das zu toppen. Und ich bin da sehr motiviert. Der Highlight wird gefordert. Mit harter Hand. Der Joachim Lambi sozusagen des Chats. Ich weiß leider keinen, ich kenne keinen Namen, dich leider in der im Videokeller des Videoassistenten ist. Sonst hätte ich den jetzt genommen. Ja, aber nächstes Jahr zählt's. So. Was interessiert mich das Gewäsch denn immer? Ja, das ist übrigens Test Drive 2. Man merkt es nur nicht. Es spielt sich nicht so sensationell gut. Wird wahrscheinlich den einen oder anderen völlig überraschen gerade, aber ist tatsächlich nicht so gut. Ja. Kommen wir noch in den nächsten Level? Snake, sei mir gegrüßt. So. Voll in die Eisen. Voll getankt.
war. Ja, es ist okay, ist aber super abgespeckt, die Version. Also, haut mich jetzt nicht ganz so aus dem Sessel oder aus den Schuhen. Nix Radar, nix Polizei. Wir müssen übrigens mal, wo gerade jetzt bei Blaulicht reden, wir müssen tatsächlich mal irgendwann für einen schlechten Gag, müssen wir tatsächlich mal irgendwann wirklich mal, muss ich mich mal überwinden, dann müssen wir mal den Autobahn-Polizeisimulator mal auf jeden Fall mal länger ausprobieren. Es ist schlimm. Es ist sehr schlimm. Ja, die Lenkung ist super. Also ist großartig. Top-Titel. Kaufempfehlung. Genau, Waschmaschinen, genau. Legendär. Der Zwieback, ein wunderschön. Sei mir gegrüßt. Ja, das war Test Drive 2. Kommen wir mal zum nächsten.